Unternehmen allen Belangen des Community Managements. Also sei es so der Bereich Community Dialog, wie agiere ich, wie kommuniziere ich, oder aber auch der Aufbau von Communities. Und das ist das, wo ich gerne heute mit euch in den Austausch gehen würde. Und was besser passt beim CLC als das Thema Lerncommunities, die ja als Wissensenabler in Organisationen dienen können, wenn sie wirklich funktionieren und gut gemacht sind und man sie nicht irgendwie als Belast empfindet. Und ich habe einen ganz kurzen Impuls mit ein paar Vorurteilen, wirklich nur zwei, drei Slides, um danach mit euch in den Austausch zu gehen. Und ich wollte mir zuerst mit euch mal diesen Begriff anschauen, Lerncommunities. Dieser Begriff besteht aus zwei Wörtern und beide Wörter sind nicht unbedingt positiv behaftet, sondern beide Begriffe haben eher so einen negativen Touch zu sich. Wir haben zum einen den Begriff Lernen. Das erinnert so an Schule. Wir sitzen in Reihe und Glied und irgendwann hebt jemand die Hand. Irgendein Frontalunterricht. Und es wird Wissen eingebläut. Denn nach der Schule an der Uni wurde es nicht viel besser, je nachdem, wo und was man studiert hat. Ich habe BWL in Saarbrücken studiert. Wir saßen mit 500 Studierenden im Hörsaal und vorne stand irgendein Prof und ja, wir saßen in der letzten Reihe und was weiß ich, was wir gemacht haben. Wir haben Lernen als etwas Verschultes in uns. Etwas, das nicht wirklich Spaß macht. Wir bläuen uns Wissen in den Kopf ein. Wir hören irgendjemandem zu oder lesen stundenlang. Das ist nicht wirklich etwas, was uns begeistert oder was toll ist. Kommen wir zu Communities. Die haben auch nicht unbedingt so den besten Ruf ganz oft. Entweder, wenn man den Begriff irgendwo in den Raum wirft, denken Leute an irgendwelche verstaubten Foren. Irgend so was Altes, wo man so, ja, in so einer Forenstruktur, die nicht wirklich schön und sexy ist, ein paar Kommentare hinterlassen kann, sich austauschen kann. Das ist für Leute Communities. Oder andere Variante, naja, die ganzen Influencer auf Instagram, TikTok reden von ihrer Community, wenn sie einfach nur ihre Follower meinen. Die Leute, denen ihnen zwei Likes und Klicks schenken. Das ist auch nicht das, was wir oder ich und vermutlich alle ihr hier im Raum als Community versteht. Das heißt, allein dieser Begriff Lerncommunities bringt so seine Schwierigkeiten mit sich. Und, als wäre das noch nicht genug, gibt es noch das hier. Die Leute in der Organisation haben einen vollen Arbeitsplatz, Termine über Termine. Und dann kommt irgend sowas daher, wo man sagt, hey, wir haben eine Lerncommunity, das ist toll, komm mit dazu. Der Begriff reizt dich nicht, weil beide Wörter sind nicht toll und du hast deinen Schreibtisch schon voll, aber hier sind noch mehr Infos und es ist noch ein Tool, komm mit dazu. Damit kriegt man die Leute nicht wirklich. Das ist schwierig. Dabei sind Lerncommunities ein tolles Thema und sie sind großartig, um eine Organisation voranzubringen. Denn sie fördern den Austausch in der Organisation. Sie unterstützen die Organisationskultur. Sie unterstützen den digitalen Wandel. Sie brechen Silos auf. Sie führen dazu, dass wir nicht eine Arbeit, die in einer anderen Abteilung schon gemacht wurde, nochmal machen. Wir lernen unsere Kollegen endlich mal besser kennen und kommen in Austausch mit denen. Lerncommunities sind großartig, wenn wir sie erlebt haben, wenn wir wissen, was sie uns bringen, wenn wir was persönlich daraus für uns rausziehen, wenn wir es wirklich ja, für uns mitnehmen, wenn da Mehrwerte für uns drin sind. Und ich möchte gerne mit euch über genau diese Punkte diskutieren und habe dazu mal vier Fragen einfach so als Startpunkt mit rausgebracht. Was braucht es für die Entwicklung guter Lerncommunities? Welche Herausforderungen, okay, seht ihr bei der Entwicklung von Lerncommunities?
Wie können wir dieses negative Bild vom Lernen in unseren Köpfen ändern? Und wie können wir sicherstellen, dass Lerncommunities nicht als weitere Belastung wahrgenommen werden? Ich habe diese vier Fragen auch auf dem Miro-Board gepackt. Ich werfe den Link mal in den Chat und vielleicht fühlt sich ja irgendjemand bemüßigt mitzuschreiben. Von vor allen Dingen den Leuten, die online dabei sind. Und ansonsten würde ich hier gerne die Diskussion eröffnen. Habt ihr Erfahrung mit Lerncommunities? Ja? Nur ein kurzer Gedanke, also dieses Thema, das negative Bild von Lernen, das ist auch was, wo ich mir immer wieder Gedanken drum gemacht habe und das aber überhaupt nicht erlebe in der Praxis. Also ich arbeite in einem Unternehmen, wo Lernen jetzt nicht wahnsinnig viel Kultur hat, wo wir sehr am Anfang stehen und trotzdem lese ich das immer wieder überall, aber dass das eine Hürde ist, aber erlebe es überhaupt nicht in der Praxis. Also das Thema Zeit, das Thema Kultur, das Thema enge Strukturen und nicht wissen, wie, das sind Themen, aber das Lernen, was Tolles, was Positives ist, dieses Thema Weiterentwicklung, ich will vorankommen, das erlebe ich, wir sind ein Produktionsunternehmen, also auch jetzt nicht ein Ort, wo klassisch Lernen wirklich Raum hat, aber ich erlebe das durch die Bank, durch alle Generationen, durch alle Arbeitsbereiche, dass das eigentlich jeder will. Die Frage ist nur, wie und wann und wo, aber nicht das Ob. Also das nur als Gedanke aus meiner Praxis. Finde ich einen sehr guten Impuls. Ich glaube, es kommt sehr aufs Unternehmen an und auch auf die Generation. Und die Frage ist auch immer, wann wird dieses Ich will lernen so wichtig, dass die anderen Faktoren, Termine, Zeit und Co. weniger dringend sind? Weil dann, wann fange ich wirklich an, Lernen als so wichtig zu erachten und so wertvoll, dass ich so hoch priorisiere, dass es halt in diese Zeit reinpasst? Ja? Das schließt mir ein bisschen anders. Ich würde auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es so negativ belegt ist. Ich glaube allerdings, das hat jemand anders mal gesagt, ich glaube, die Menschen wollen jetzt nicht lernen, aber die wollen was können. Ne? Also die wollen nur was tun mit dem, was sie dann eben lernen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man das über Lernen nennen muss. Also ich finde immer, wie so eine Schranke, jetzt wird aber gelernt, das ist ja irgendwie absurd und so nehmen die meisten Leute nicht wahr. Und ich glaube, am ersten dann, wenn wir die Schranke machen, dann nehmen sie es negativ wahr. Ja, aber ich glaube, in ganz vielen anderen Situationen, wo sie was dazulernen, wo sie was danach können, eine Community was aufgreifen oder sowas, ich glaube, das ist total positiv eigentlich. Kann was mehr. Ne? Ja, aber der Weg dahin, ne? Da war noch eine Hand und dann hier? Ich habe, weil ich andere Sachen immer höher priorisiere, an den unseren Lern-Communities noch nicht teilgenommen. Bin eine Person, die gerne für sich selbst lernt, aber ich brauche den Austausch. Die Lerncommunities, die ich wahrgenommen habe, sind formalisiert. Wir kommen zu bestimmten Zeitpunkten zusammen, wir lernen zusammen. Ich bräuchte irgendwie eine Art von Austausch, wo ich über mein eigenes Wissen, was ich selbst im eigenen oder in Selbststudium gelernt habe, mich austauschen kann, beziehungsweise wenn ich nicht weiß, dass es was gibt, was ich lernen könnte, dass ich darüber in Austausch gehe und sage oder frage hier, mich interessiert das in das Thema, wir wollen alle irgendwie mehr oder weniger dasselbe lernen. Habt ihr dazu was gefunden? Gibt es dazu was? Weil mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten. Das kann man als Lerner gar nicht mehr alles sehen, aber in der Gruppe hat man vielleicht hier überall unterschiedliche Erfahrungen mal gesammelt, die man miteinander teilen kann. Das ist für mich was bei, zumindest bei den Lern-Communities, wie sie mir so präsentiert worden sind, nicht ganz so im Vordergrund stand. Aber wie gesagt, ich priorisiere auch immer andere. Ja. Nee, ja, aber das ist ja genau die Frage, ne? Okay, einmal hier, dann da, dann hier. Also ich kann da nahtlos andocken, sagen, das Wissen steht auf YouTube oder YouTube sehen und wir lernen Community, die Reflexion darüber stattfinden zu lassen. Und das passiert durch Interaktion, ne, zwischen Menschen und sozusagen da den Fokus drauf zu legen. Das hat viel mit Emotionen zu tun. Mit, ich glaube, in einem anderen Raum wird über psychologische Sicherheit gesprochen. Also inwieweit kann ich mich da so verhalten, ja, und ich schaue, dass meine Haare sitzen. Und zum Dritten das Thema Prioritäten, wo wieder die Führungskräfte ins Spiel kommen. Wird die Möglichkeit gegeben, das zu tun? Oder mache ich es abends um 8 nach meinem operativen Tagesgeschäft?
Ja. Wichtige Frage. Ja, immer hier. Dann darf ich da schon was anknüpfen. Du hast ja schon das Thema Sicherheit gesagt und Vertrauen. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ein Lern-Community-Junkie. Und ich muss sagen, ich habe am meisten immer mitgenommen, wenn da Menschen waren, die waren ganz anders als ich. Die kamen aus einer ganz anderen Branche, aus einem anderen Sektor oder aus einer ganz anderen Unternehmenskultur und vielleicht auch eine andere Altersstruktur oder was. Also, und haben auch Themen dabei gehabt, von denen ich zum Teil zum Beispiel noch nichts gehört habe und wo ich auch so vom Wissensbasiert nicht alles verstanden habe, was die machen, aber sehr viel Erfahrung oder andere Blick, eine andere Perspektive mitgebracht hat. Also ich bin so ein Stück weit weg. Am Anfang habe ich immer gedacht, es muss ein gemeinsames Thema geben. Mittlerweile sage ich, nee, braucht man gar nicht, sondern die Welt ist facettenreich, es verändert sich und ich weiß ja heute noch gar nicht, was ich in 10, 15, 20, 30 Jahren brauche. Also kann das ja ein Anknüpfungspunkt sein. Ja? Deshalb, ich glaube, diese Offenheit, die Leute mitbringen, dieses Open-Minded und dass sie freiwillig da sind. Ich habe Erfahrung gemacht, da waren Leute, die sind geschickt worden. Und man merkt es nach 2 Minuten, die haben keinen Bock und die wollen nicht Wissen teilen. Die sind auch nicht bereit dazu, weil sie dann auch einfach sagen, meine Führungskraft hat mich geschickt, ich muss hier teilnehmen. Und das ist dann das Mindset, was sich durch den ganzen Circle oder durch alles durchzieht oder auch so. Und also da muss ich echt sagen, das war schwierig. Deshalb diese Freiwilligkeit ist für mich total essentiell. Man muss motiviert sein, man muss da richtig Lust drauf haben und dann entstehen ganz tolle Dinge. Totaler Kiefer, die Freiwilligkeit. Ja, einmal hier. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das Community Building tatsächlich persönlich vor Ort immer super funktioniert. Also zum Beispiel, ich hatte letzte Woche wieder Train-the-Trainer-Training vor Ort. Das hat super. Die Leute haben sich ausgetauscht, die haben miteinander gelernt, die hatten Spaß und so weiter. Die Erfahrung ist, man versucht es danach dann immer noch so weiterzutreiben über, ja, jetzt machen wir ein Team. Und da könnt ihr euch dann weiter austauschen. Das, die Erfahrung bisher funktioniert irgendwie nicht so gut. Also meine Erfahrung ist tatsächlich irgendwie, es muss irgendwie persönliche, es muss sozial und mit echten Menschen irgendwie, muss es Verknüpfungspunkte geben, dass so eine Community zum Leben kommt. Das ist so eine Erfahrung, die ich dann, was es braucht. Ja, absolut wichtiger Punkt, Thomas. Und danach der schöne rote Schal. Ich habe 4 Punkte. Also ich glaube, der Purpose, und so der Hintergrund der Community muss klar sein. Ist es eine Interessenscommunity? Ist es, gibt ja die verschiedenen Arten, aber auch das Ziel. Also da haben wir bei uns ein paar Community mit aufgebaut. Uns auch schwer getan, da ist es aber wichtig, lieber 1-2 Runden mehr zu drehen, dass dann auch klar ist, was wir erreichen, aber was deckt dann auch die Wünsche der Teilnehmenden ab. Dann natürlich Engagement, also Community ist kein Publikum, habe ich von dir gelernt, also gut auf den Punkt gebracht. Also man lernt eben vor allem in der Community auch durch Austausch. Natürlich kannst du einen Artikel, einen Vortrag reinbringen, aber was den Klebstoff halt auch ausmacht, das ist das Engagement, ne? Offene Diskussion, Barcamps, was auch immer. Es gibt unterschiedliche Formate, vielleicht auch mal nur ein Poll oder eine Umfrage. Also das hilft, und sowas auch zu planen über eine Moderation. Das entsteht nicht zufällig, da braucht man auch einen Plan. Ne? Wann mache ich was? Vielleicht regelmäßige Formate. Wir nennen es Kaffee-Ecke, das ist so eine Ask Me Anything Session. Machen wir einmal im Monat. Inzwischen gibt es da extrem viele so Leute, die wiederholt kommen. Ich glaube, das ist regelmäßig, hilft da eben auch. Ja. Waren das schon 4? Ja, Inflation ist noch ein anderer Punkt. Community steht ja nicht alleine da. Ne? Das gibt andere Formate, andere Events. Also alles allein hochzuziehen macht vielleicht gar nicht Sinn, sondern das auch zu integrieren in das bestehende Kommunikationskonzepte und so. Also du hast super viel gesagt, was ich gerade auch dachte, wie muss man es eigentlich machen, damit es klappt, hast du gerade beantwortet. Ich mag am meisten das Ask Me Anything, das finde ich ja echt super geil. Ich glaube auch, man muss es moderieren, man kann nicht einfach sagen, haben wir jetzt, mal gucken, sondern das erlebe ich auch bei anderen Formaten, dass man es mit einer Agenda anmoderiert. Und die Agenda nimmt dann Füße und läuft sowieso in die Richtung, wo es sein soll. Ne? Also das finde ich okay, aber wenn ich keine Agenda reinschreibe, kommt keiner. Und keine Struktur ist auch nicht gut. Genau, keine Struktur ist zwar sehr offen, aber so offen, dass keiner was damit tun kann. Und ich glaube, also was mir auch auffällt, ist, dass es gibt ja verschiedene Lerntypen oder verschiedene Menschentypen, die sich von verschiedenen Dingen angesprochen fühlen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute wirklich ans Händchen genommen werden wollen und sagen, so, die nächsten 4 Wochen sehen wir uns einmal die Woche und dann machen wir das. Und dann sagen die,
Einige laufen weg, also die sagen, oh, das geht gar nicht, ich habe keine Zeit. Und die anderen machen mit und sagen nachher, oh, das war aber toll. Und wenn ich denen sage, ihr habt das immer zur Verfügung, ihr könnt in der Datenbank, ich schicke euch mal alle Links, die guckt ihr jetzt mal in die nächsten 4 Wochen an. Nö, das macht keiner. Aber wenn ich jede Woche einlade, das ist ja dieses Commitment, dieses jede Woche einladen, jede Woche wieder sagen, habt ihr die Sachen angeguckt, dann reden wir darüber. Ich erzähle übrigens nichts, ich frage euch nur. Ach so, das ist ja eigentlich weiter die Lehrerrolle von ich habe hier den Hut auf, was ich eigentlich gar nicht will. Ich will ja eigentlich von unten, ich will ja eigentlich, was wollt ihr eigentlich wissen? Ist aber viel schwieriger, ne? Ja, wobei Lehrer würde ich es auch gar nicht nennen, sondern eher, ich weiß, was du meinst, aber so im Sinne von Community Manager, Facilitator, ja. Also die Person, die quasi den Rahmen aufspannt, damit andere lernen können. Ja, genau, aber der Rahmen erscheint mir unheimlich wichtig, wenn ich nichts gebe, nichts vorgebe und das eben unterschiedlich viel nötig ist für die Leute. Ja, total. So. Darf ich nur eine Ergänzung dazu machen, wenn ihr mich vorher erlaubt? Ich bin überall anschlussfähig, nur bei dem, die Agenda fängt an zu laufen. Ja, das ist super, aber es braucht eine Moderation. Aus unterschiedlichen gruppendynamischen Aspekten. Aber so eine gewisse Moderation braucht es. Okay, super. Danke. Ja. Okay. Also ich wollte noch ergänzen, wir haben im Moment sehr gute Erfahrungen mit solchen Case Studies. Tatsächlich offene Lern-Community, eine super Case Study. Wir machen es im Moment so, dass wir eine Weltraumreise haben, wo wir im Grunde anhand von Case Studies auf den nächsten Planet fliegen müssen. Und das Lustige ist, man kann sich immer nur freilocken, sich selbst, nie als Gruppe. Aber man kann als Gruppe bestehen, den Case oder nicht. Und wenn ich in einer Gruppe bin, die den Case nicht besteht, dann kann ich theoretisch mich selbst freischalten, wenn ich das kann. Aber dann komme ich nicht weiter. Und das ist ein totaler Gamification-Effekt. Und ich glaube, dann ist es, also ich glaube, da gehen 500 Leute gerade durch. Ich glaube, für, ich sage es einfach mal so, 400 ist es überhaupt nicht klar, dass die lernen. Weil es dieses Spiel ist. Ne? Das ist halt, da sind tatsächlich jede Woche so 3 Meetings und es wird alle 2 Wochen so ein Review gemacht. Und ich glaube, erst dadurch haben wir eigentlich gemerkt, wie toll Case Studies sind. Weil es geht eigentlich darum, bist du bei den nächsten Planeten dabei oder nicht? Und wenn du dabei bist und deine Gruppe es nicht geschafft hat, schaffst du es wieder in eine andere Gruppe zu kommen, die vielleicht eine ganz andere Herangehensweise haben, weil das Ganze ist alles gleichzeitig. Und das Lustige ist halt, die Gruppen sind immer nur so 10 Leute und das ist immer die gleiche Aufgabenstellung und die werden total unterschiedlich gelöst, aber sie kommen trotzdem weiter. Also deswegen, ich würde extrem viel bei solchen Lern-Communities immer jetzt auf Basis der Erfahrung der letzten Monate total viel in den Case Studies investieren. Kannst du das Wort Case Study erklären? Also gibt es zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wir hätten einen Kundenauftrag, also ein Kunde schickt irgendwie rein, ich hätte gerne ein Angebot für eine neue Software-Einführung und dann gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen und der informiert ja, was er für ein Kunde ist, was er für ein Produkt braucht. Und jetzt muss im Grunde beschrieben werden, wie dieses Produkt, was man rausgefunden hat über den Kunden und dann gibt es durchaus eine Toolbox, auf die man zugreifen kann und da kann man halt suchen, aha, ich mache jetzt, cluster das mal. Das sind interne, externe Einflussfaktoren. Ja? Und dann sieht man ja auch ein anderes Level und man kommt teilweise echt in diese Community, wenn wir dann dieses gemeinsame Wrap-up haben, zusammen und denkt, oh, das ist total super. Und dann denkt man, wenn die anderen präsentieren, Mist, ich muss ja gleich präsentieren, weil total basic. Ne? Und das ist kein Plan, sondern wir diskutieren ganz offen darüber. Warum hast du das jetzt so gemacht? Warum hast du die? Und der Vorteil ist, stehen irgendwie 150 Tools zur Verfügung. Es gibt immer Empfehlungen, 10 Empfehlungen, welche dieser Tools man, welche dabei helfen könnten. Dadurch, also das Interessante ist halt, der eine nimmt das Tool, der andere nimmt, also die Gruppe nimmt ein ganz anderes Tool. Das meine ich mit Case Studies. Hier vorne oder gehen wir noch da hinten? Achso, ja, genau. Ja, genau. Also ich finde Lern-Communities eigentlich ganz wichtig für eine erste Trockenübung, wie du es also auch so schön geschildert hast, um dann eigentlich später das im Business-Kontext zu übersetzen. Denn eigentlich wollen wir Communities machen, um unseren Job gut zu machen. Ja. Und ich kann es gut in den Lern-Communities üben und ich erfahre bei uns, also ich bin bei der WSF, erfahre ich diejenigen, die in einer Lern-Community ähnlichen Situation waren, ohne das vielleicht so genannt zu haben, die sind hinterher viel aktiver oder nehmen das als selbstverständlicher wahr. Und es ist dann nicht erzwungen, die reden dann auch nicht mehr, ich bin jetzt Community aktiv oder ich teile was, die machen einfach. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Übergangszeit, wenn die dann freiwillig ist und wenn ich dann die Gleichgesinnten mitnehmen kann, dann habe ich dann einfach auch einen besseren Push. Also ich erlebe das selber, wir haben eine
ganz lose, ich meine, viele BSFler wissen das hier, Versuch einer BSF Academy Community. Das ist eine historische Situation. Da sind ganz viele Gleichgesinnte, ob sie jetzt Academy oder LED-Vertreter sind, ja oder nein. Ich kriege sie aber alle nicht mitgenommen. Aber ich merke, diejenigen, die mal dieses Konstrukt für sich selber erlebt haben, kommen immer wieder rein und teilen das auch weiter. Deswegen muss man da auch einen langen Atem haben. Und auch wenn ich es hinterher nicht sage, das ist die lebende Academy-Community. Ich finde es einfach schön, das zu beobachten. Also deswegen freue ich mich, das auch von euch so zu hören, wo ihr sagt, nee, bleibt dran. Das ist wirklich lernen will, gewollt sein. Man nennt es halt einfach nicht mehr so. Also wir brauchen das, um so einen Job gut zu machen, denn wir können es nicht allein. Und gerade das Erleben, das ist wichtig. Ne? Also total. Es ist nichts Trockenes, sondern es ist wirklich... Ja. Also Trockenübung ist jetzt nicht reflektierlich gemeint, ja, sondern einfach geschützter Raum. Ne? Ja. Einmal hier, dann da und online. Ihr dürft auch gerne die Hand heben. Wir haben das im Blick. Ich habe nur eine kleine Ergänzung, weil das Thema mit der Struktur vorkam und dass man sozusagen den Rhythmen irgendwie die Leute einladen muss oder dann alleine und auch die Unterscheidung zu sagen zum Inhalt. Man ist, glaube ich, tatsächlich kein Lehrer deshalb, nur wenn man Struktur gibt. Und nur auf das, auf was wir wissen, ist die strategische Organisationsentwicklung. Ne? Da ist es ein ganz klassisches Thema mit Prozessberatung. Also, dass man eben den Prozess definiert und den Rahmen setzt und sozusagen die Leute zurückführt und damit sozusagen eine Struktur, eine Richtung gibt und aber natürlich nicht den Inhalt damit definiert und sozusagen überhaupt erst Diskussion und Austausch ermöglicht. Ich glaube, da kann man wirklich was lernen von denen halten. Ja, ich wollte nur sagen, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, um die Struktur zu geben und jeden auch vom Teilnehmer zum Teilgeber werden zu lassen, Liberating Structures zu nutzen. Und wo wir auch super Erfahrungen gemacht haben, ist für diese Lerncommunities, wenn man vor Ort, natürlich auch wie hier hybrid, dann verschiedene Räume macht, wo man einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel in der Mittagspause, auch sich ziemlich schnell bewegt zwischen den Räumen und es dann auch verbunden wird mit kostenlos Pizza oder Eiscreme. Und dann kommen da auch gerne ziemlich viele Leute und man hat auch noch einen Spaß dabei. Incentive-Szene, ja. Egal was es ist. Schokoriegel und Eis ist super, ja. Vielleicht nochmal eine Frage von dem Deppen, der sich nie Zeit nimmt für so Communities. Macht es, beziehungsweise für welche Inhalte habt ihr diese Communities? Für Soft Skill oder auch für Programme an sich? Und macht das einen Unterschied, wie die Communities aufgezogen sind oder was, wie man in den Communities ist, je nachdem, was man für ein Thema hat? Weil in meinem Kopf sind Communities hauptsächlich Soft Skill besetzt und weniger, ich habe ein System mit unterschiedlichen Ziel, SAP. SAP-Einführung mache ich, kann ich für SAP eine Lerncommunity machen. Mehr als Lerncommunity. Wie sieht das aus? Ich stelle mir das bei IT schwieriger vor als bei Unterschiedsskill. Also wir haben da lang dran gebraucht, aber wir haben solche Lerncommunities dann nach Curriculumsbereich und die werden moderiert von den Trainern, die auch Online-Trainings machen, die kuratieren da Inhalte, also wenn es neue Schulungen gibt, zum Beispiel beantworten Fragen, ne, wenn bei E-Learning, Klassiker, asynchron kannst du keine Fragen stellen, also das wird stark genutzt. Die geben immer mit Impulse rein, also machen manchmal Impulse. Wir haben uns halt damals entschieden, das auf Curriculumsebene zu machen. Also S4HANA, Planning, irgendwas zum Beispiel. Und oft sind Themen dann, die gehen um Zertifizierung, aber das hängt halt an unserem Thema auch, ne, dass halt viele Berater sich halt zertifizieren. Das wird auch oft besprochen dann. Ja, also klar, also ich denke, das ist halt die Frage nach dem Purpose, was wir vorhin gemacht haben, das ist halt wichtig am Anfang. Und sicher sind die Taktiken sind ja unterschiedlich. Was mir nur noch eingefallen ist, viele denken ja, Community ist alles asynchron. Was ich denke, was am besten funktioniert, ist immer noch beim Engagement her, das sind synchrone Sachen, was wir jetzt. Ne? Aber man muss es eben mischen. Genau, also die Mischung, sowohl das Asynchrone als auch das Synchrone, das ist irgendwie so die Zauberformel. Wie war noch? Ja, ich wünsche, also wir schon ein bisschen differenzieren bei diesen Communities zu SAP. Das heißt, wenn du tatsächlich Systembedienungs-Know-how haben willst, in der Learn-Community, das ist echt schwierig. Und dann kannst du es eher machen, dass du zum Beispiel das machst, dass du sagst, wir bauen zusammen ein System auf. Also, dass du zum Beispiel so ein Wochenende machst und dann
treffen sich welche für 2 Tage und bauen zusammen ein System auf oder ist ein Grundsystem aufgebaut und dann fängst du an, Stammdaten anzulegen und es sind nämlich genau auch wieder Case Studies eigentlich. Also du sagst, okay, wir bauen jetzt zusammen, legen da Stammdaten an, danach machen wir Einrichtungen von irgendwelchen Interfaces oder sowas. Dann funktioniert Community Learning. Sonst ist es relativ schwierig, also so einen Kurs zu übertragen und jetzt zu sagen, ich kriege eine Einführung in S4HANA mit Learn Community, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn du die Architektur insgesamt verstehen willst, dann geht das vielleicht. Es gibt auch ganz viele Organisationen, die nutzen Communities zur Einführung von neuen Tools. Also gerade N365, wo dann Guides oder so den Kolleginnen und Kollegen helfen, das Ganze weiter aufzubilden. Ist jetzt keine explizite Lern-Community, aber geht in die gleiche Richtung. Ja? Digital? Vielen Dank. Ich wollte ein Beispiel ergänzen. Wir machen das häufiger, um digitale Lösungen unseres Hauses näher zu bringen. Manchmal traut man sich dann eher in so einer kleinen Runde nach Feierabend mal zu fragen, sag mal, was ist das eigentlich genau? Oder wie funktioniert das? Ich glaube, auch das ist ganz gut. Das würde man dann auch nie Lernen nennen. Das hat mir auch gefallen. Das kam irgendwo von mir aus von hinten rechts bei euch. Sondern das passiert dann so irgendwie automatisch mit. Ja, danke schön. Geht euch denn eine Frage in meinem Katalog? Eine Frage, die ihr jetzt noch aufwerfen würdet. Naja, im Unternehmenskontext ist tatsächlich die Frage, ist die Learn Community Zeit Arbeitszeit oder nicht? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil es kann auch nämlich nicht die Arbeitszeit sein und kann dann trotzdem sehr einbindend sein oder motivierend. Das ist immer ein bisschen. Ich glaube, das ist halt im betrieblichen Kontext das ein bisschen. Also deswegen ist es gut, wenn man solche Möglichkeiten hat, wie jetzt zum Beispiel die SAP Learning Community, wenn man rausgeht aus seinem eigenen betrieblichen Umfeld. Also das unternehmensübergreifende Lernen, also ja. Und das unternehmensinterne Lernen, das ist ein bisschen. Also deswegen würde ich sagen, in welchem Kontext. Ja, die Frage finde ich gut. Es ist Arbeitszeit und ich würde sie noch ein bisschen ergänzen zu. Ist die Arbeitszeit definiert? Also es gibt Unternehmen, da heißt es, okay, Community-Zeit ist Arbeitszeit, macht, was ihr wollt. Und es gibt andere Organisationen, da heißt es, keine Ahnung, 10% eurer Arbeitszeit oder 20% eurer Arbeitszeit dürft ihr für Communities verwenden. Genau, aber dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man sagt... Und das Externe. Ja, ich mache es nicht als Arbeitszeit, aber das ist trotzdem das Unternehmen sponsert, indem man zum Beispiel Events macht am Wochenende und zwischendurch mal Car-Racing. Ja. Wie sind da hier die Erfahrungen mit? Arbeitszeit-Communities? Du nimmst? Ja, weil es, also ich denke, es ist ein bisschen weiter. Lern-Communities nicht allein singulär, sondern das integriert in meinen Arbeitsprozess. Ist, wie gesagt, ich möchte einen guten Job machen, ich möchte meine Teams auch in die Richtung bringen, dass sie das selbst organisiert und für sich steuern können. Und da brauche ich natürlich ein gewisses freie Laufen können und ob sie es in Communities machen oder sich in der Kaffeeecke treffen, in der Mittagspause, das ist dann eigentlich egal. Also ich glaube, diese Frage, ich hoffe, sie stellt sich vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr, ob es Arbeitszeit ist oder nicht, weil es geht einfach darum, unseren Job zu machen. Aber klar, der Mittelstand ist da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aufgestellt und muss da auch mit Fakturazahlen viel stärker hinterher, wie wenn wir das in einem Großkonzern versuchen, ein bisschen zu verschmieren. Ne? Ja, zuerst bei Thomas, dann hier und dann da. Es war nur polemisch. Aber es hat ja einige exotische Communities, so wie Twitter. Die Imkor-Community, kommt dann immer wahrscheinlich drauf an. Auch. Ne? Das, aber ich finde, es ist eigentlich positiv, dass wir hier auch Button-up entstehen können. Ja. Und es fördert trotzdem die Mitarbeitendenbindung, ne? Wenn man die Kollegen kennt und dann plötzlich weiß, oh, ich habe hier ein Problem. Ach ja, der aus der Abteilung, mit dem gehe ich joggen, aber der kann mir hier helfen und ich muss nicht mich 500 Mal durchtelefonieren oder über 5 Hierarchiestufen gehen. Ja. Ja, Arbeitszeit, ja oder nein? Ich würde auch vermuten. Also erstmal würde ich sagen, wenn es der Arbeit zuträglich ist, ist es Arbeitszeit. Und ich meine, das gilt ja für ganz viele Sachen. Ich kann es doch im Prinzip letztlich, ja, das kannst du aufs Arbeitsweltdesign auch selber entscheiden. Und ich weiß es auch eigentlich selber. Ist es für die Arbeit? Folge ich den organisationalen Zwecken oder meinen persönlichen, würde ich mal theoretisch formulieren. Und im Moment, wo ich beschreite, dass primär meine persönlichen Zwecke erfüllt werden,
es ist keine Arbeitszeit mehr. Deswegen, ich glaube, es steckt so ein bisschen in der Community selbst und in meiner Arbeit. Also natürlich kann es viel striktere Regeln geben, ist mir auch klar, aber von der Idee her, glaube ich, es müsste jeder eigentlich wissen, wann es Arbeitszeit ist und wann nicht. Sollte man ja, aber oft ist es ja so in Organisationen, dass die Leute das irgendwie festhalten wollen. Gerade es gibt ja auch Leute, die müssen jede Zeit verbuchen, ne? Ja, worauf verbucht man es dann? Ja, wir haben zum Beispiel bei uns im Bereich das so ein bisschen formalisierter gemacht. Wir haben gesagt, wir haben einen monatlichen Learning Day, den jeder selbst gestalten kann. Aber was interessant war, ist die Dynamik, die daraus sich entwickelt hat. Es kommen Ideen für Workshops, es kommen Ideen für irgendwelche kurze Sessions aus dem Team heraus, die dann natürlich freiwillig für alle angeboten werden. Und das ist das Schöne, ja. Also es entsteht auch so ein Community-Gedanke, wenn man das so ein bisschen formalisierter angeht. Ne? Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich kann mir das jetzt heute gar nicht leisten. Ich muss mein operatives Zeug machen. Gut, dann bin ich halt nächstes Mal wieder dabei. Das heißt, wenn man moderieren lernen. Weil das war nicht für mich persönlich in der gleichen Abteilung super, war dann meine Learning Day, der PR, super. Und dann war aber keine Workshops, dann habe ich doch wieder Meetings gemacht und dann drohte so die ersten Workshops ein, dachte ich, super. Der Tag ist frei eigentlich und dann hat sich so ein bisschen jetzt so selbst organisiert. Und das finde ich persönlich wieder gut, wenn man so einen gewissen Rahmen wieder bekommt. Also der Tag, ich habe ihn und nutze ihn jetzt wirklich. Ist ja hier auch so, ne? Es gibt den groben Rahmen, aber jeder kann entscheiden, welche Session er geht und uns ja. Selbst was anbieten. Ja. Und gucken, guckt man in Hamburg hier oder online vorbei. Ja, es gibt den Rahmen und jeder entscheidet. Dazu anschließend finde ich ganz interessant, weil wir haben jetzt vor einigen Monaten den Piloten gestartet, den Dienstag Nachmittag frei zu gestalten, meetingfrei, um dort als Lernzeit zu nutzen. Jeder für sich alleine. Dann haben wir jetzt vor einiger Zeit unseren Identity-Workshop gehabt zur neuen Kultur und den neuen Zielen und allem. Und dann haben wir uns ehrlich ins Gesicht geschaut und haben also in die Runde gefragt, wer hat denn wirklich schon mal diesen vollen Dienstagnachmittag zum Lernen genutzt? Und dann war Schweigen im Walde, weil jeder dann irgendwie doch andere Prioritäten hatte mit hier noch was fürs Meeting vorbereiten, da noch für den Workshop was nacharbeiten. Und jetzt werden wir den Ansatz anders testen. Also kam jetzt dann auch die Initiative aus unserem Academy-Team raus, zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal in die Richtung Social Learning in der Gruppe. Wir machen da jetzt ein Workshop-Format, genau diesen Rahmen vorgeben, weil wir gemerkt haben, für sich alleine, man nimmt sich die Zeit nicht, warum auch immer. Man hat sie ja. Man könnte sich doch weiterbilden und dann super Mehrwert rausziehen. Aber irgendwo schwimmen dann doch die ganzen anderen Sachen aus dem Alltag mit dabei. Und da unterstützt dann wieder diese Community, wenn man einen Rahmen hat, wenn man gemeinsam was erlebt und erlernt und da dann ja hoffentlich bei uns auch mehr ja, draus ziehen können. Also es ist schon, ich stimme absolut zu. Am Anfang habe ich auch gedacht, wunderbar, Kalender ist frei. Und dann machst du aber doch andere Sachen. Aber inzwischen habe ich mir halt in OneNote so eine Bucketlist angelegt, ja, wo alles draufkommt, jedes Recording, jedes was weiß ich. Und dann weiß ich genau, okay, gut, beim nächsten Learning Day kann ich gucken, okay, was mache ich denn jetzt heute? Ne? Und ich habe aber für mich schon mal so ein bisschen eine Vorauswahl vorher über die Zeit getroffen. Ne? Ja. Machen wir da? Ja, ich denke auch für diesen Rahmen oder für diesen Facilitator-Gedanken braucht es auch irgendwie eine Form von Betreuung oder Betreuungskonzept, dass man einfach immer wieder so ein Handwerkszeug in der Hand hat und weiß, wie geht man diesen Rahmen an, wie strukturiert man den, wie moderiert man durch, einfach die wichtigsten Punkte. Und das kann dann auch immer weitergereicht werden. Es muss ja nicht immer nur ein Facilitator sein, sondern es können ja auch immer rotierend mehrere sein. Und ich glaube, bis so eine Gewohnheit sich dann etabliert hat, kann man sich ja sukzessive da einfach immer mehr auch rausziehen und das dann immer weiter an die Gruppe übergeben. Aber ich glaube, sowas ist ganz wichtig, dass man so ein Fundament hat, irgendein Konzept, mit dem man da gut durchführen kann. Ja, wir? Ja, beim letzten Mal war jemand mit einem Learning Day da, das waren nicht wir, ich habe es nur gehört, war begeistert, weil ich auch gerne einen Learning Day habe. Oh ja, ist mir egal. Und die hatten den super geilen Vorschlag, dann muss jeder am Ende was vorstellen. Also du gehst jetzt in deinen Learning Day, ja, wir treffen uns zum Kaffee, Mittag, was auch immer, zum Start und jeder hat ein Thema oder eine kleine Wurfrichtung und am Ende treffen wir uns wieder, das geht in die Richtung von dem Rahmen, ne? Und am Ende treffen wir uns wieder und ohne Bewertung. Es geht mir nicht darum, dass ich bewerte, was du heute gemacht hast, aber dass ich daran teilhaben kann, sagen, nein, das ist ja spannend, das wollte ich eigentlich auch wissen, ne? Erzähl doch mal, dann weiß ich wenigstens, dass du es an dem Tag gemacht hast oder dich dem genähert hast. Ne? Fand ich eine super Idee, auch wenn ich sie noch nicht hatte.
Das wird jetzt für mich schon wieder ein. Ist zu viel. Dann kommst du mit deinem Angebot. Die Idee dahinter war, die Leute auch noch ein bisschen an die Hand zu nehmen und ein Angebot von Anleihen zu machen und zu sagen, und dann weiß ich auch, ach guck mal, an dem Tag hast du dich damit beschäftigt, Learning Analytics. Wenn das bei mir auf den Tisch kommt, dann kann ich ja mal mit dir Kaffee trinken. Ne? Dass ich zumindest weiß, dass das schon mal bei dir irgendwie durchgelaufen ist, ohne es zu bewerten, wie weit du da jetzt gekommen bist. Stört dich aber bei deiner Bucket, das ist mir lieber. Ich mache gerne was freiwillig, aber nicht ja, unter Druck. Da geht es auch so ein bisschen in Richtung Vorbild sein. Schaut mal, ich habe das gemacht. Ne? Ich habe diesen Dienstagnachmittag wirklich dafür genutzt. Ihr, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Jetzt, das ist für mich aber eine natürliche Reaktion, wenn ich was gelernt habe und ich merke irgendwie, da sind Leute, die sind offen, die wollen auch gerne lernen, dann teile ich mein Wissen. Das ist einfach meine Haltung. Ich glaube, das tun nicht alle, das ist sehr. Ja, das tun nicht alle. Und die brauchen vielleicht noch diesen Rahmen. Und ich finde es auch als Team ganz nett, weil dann kannst du nämlich nicht sagen, oh, ich habe mein Meeting vorbereitet. Ja? Du startest ja mit einem langen Kaffee und dann gehst du alle in den, dann tust du es auch. Das ist so ein bisschen eine Motivation, es zu tun. Ich kann mir das vorstellen. Ich fand das attraktiv. Aber ich berichte darüber so nächstes Mal, wenn ich sage. Das war wieder mit einem angebundenen Workshop. Das ist mir zum Beispiel. Und ich bin ja auch ein großer des Teams. Und toll, von der Workshop, die Zeit habe ich. Und den Freiraum habe ich. Und dann kann ich den da besuchen. Das fand ich jetzt persönlich, glaube auch einige von unserem Team, auch ganz positiv. Ich bin mal gespannt. Ja. Okay, einmal hier, dann Felix, dann da und dann unten. Genau, ja. Also ich fand es gerade auch mega spannend, weil ich auch schon diesen Konflikt, also bei mir selbst und auch generell so festgestellt habe, ne, weil man hat ja eigentlich reaktives Arbeiten hauptsächlich, also oder viel, ja. Also man macht was, weil irgendjemand was will oder das muss gemacht werden und so. Und wenn man dann plötzlich selbstbestimmt lernen kann dazwischen, dann wird es plötzlich proaktiv. Und daran halt auch rauszukommen und zu sagen, nee, ich mache jetzt eben nicht das, was eigentlich gerade gemacht werden muss, sondern nehme diese Zeit, finde ich ganz schwierig, auch für mich selbst so, also da eben auch selbst immer wieder rauszukommen. Und wir haben im Unternehmen, das ist keine so richtige Community, aber was wir jetzt gemacht haben die letzten Wochen, weil ihr das auch gesagt habt mit dem Rahmen, finde ich eine super Idee. Jede Woche, immer Dienstagnachmittag, ich glaube, es ist nur eine halbe Stunde oder so, haben wir immer zum Thema KI unterhalten. Also der Termin stand bei jedem im Kalender, musste nicht jeder dazukommen, aber er war eben da. Wir hatten tatsächlich auch einen, der hauptverantwortlich war. Das heißt, der bringt immer wieder neue Sachen mit. Gleichzeitig ist es dann aber auch, der bringt ganz viele Sachen mit, die man selbst ausprobieren kann. Und dann ist es so ein bisschen auch so Selbstläufer geworden, weil das nächste Mal hat dann jemand was vorgestellt, was er ausprobiert hat. Und das ist dann echt nochmal eine andere Motivation, auch wenn man dann noch sieht, der andere hat das ausprobiert oder der nächste, kann ich dann das machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch gerade mit ChatGPT und so, ich dachte mir immer so, ja, das ist mega cool. Aber ich habe den Anwender für mich nicht verstanden. Also in meiner normalen Arbeit habe ich nicht verstanden, wie kann ich das einsetzen. Und durch immer mehr, dass ich gesehen habe, die haben das damit gemacht, die haben das damit gemacht, der hat das damit gemacht. Und irgendwann mal hatte ich dann so viele Beispiele, dass ich mir gedacht habe, so, ich könnte mal das ausprobieren. Aber es hat echt ein Weilchen gebraucht und ich fand diese Kontinuität, den Rahmen und eben dann doch diese Mischung aus, ihr seid zwar frei, danach, dazwischen, wie auch immer, aber habt trotzdem auch das gleichzeitig immer noch so ein bisschen so eine Reaktivität, also einen festen Termin. Also das fand ich die perfekte Mischung jetzt eigentlich. Ja, also ich finde das, den Input von Melanie fand ich auch ganz, ganz gut, weil es über die Fragestellungen in der Organisation hinausgeht, weil eigentlich das Lernen zwischen Organisationen, das ist das, was ich auch die letzten 3 Jahre wirklich auch sehr stark selbst gemacht habe und wo natürlich sich, wenn man so eine Lernreise gemeinsam geht, mit zum Beispiel so einem Learning Guide oder auch selbst so einem Learning Guide gemeinsam entwickelt, dann bildet sich ja automatisch auch schon eine Community. Und diese Community, die haben dann so starke Bindungskräfte, dass es auch über längere Zeit auch danach anhält. Das habe ich schon bei vielen Lernzyklen auch selbst bei mir beobachtet, aber natürlich auch bei anderen, dass eigentlich dieser Austausch, diese Basis, die geschaffen wurde, in den Lernzyklen natürlich auch benutzt wird. Und da lade ich auch euch alle gerne ein, heute um 16.45 Uhr, da habe ich nämlich mit Isabel Hartmann und Eva noch einen Erkenntnisaustausch zu dem Thema, was man alles aus so einem
Lernreise ziehen kann. Okay, wir haben noch zwei Wortmeldungen und dann müssen wir auch schon. Da muss ich schneller sprechen. Ja, mich beschäftigen zwei Fragen. Das eine ist, ab wann sprecht ihr denn von einer Lerncommunity? Also ist es ja nicht meinen spezifisch geschickteren Kollegen Frage, du hast doch da und können wir uns mal zusammensetzen und zwei andere kommen dazu, das macht man dreimal. Nennt ihr das dann schon Lerncommunity? Das ist die eine Frage, das andere, oder also brauchst du was Formales und das andere ist, wie macht ihr das und macht ihr das in dem Unternehmen sichtbar, dass es da eine Community gibt? Bei uns gab es viele, ich nenne das jetzt mal informelle Communities und zufällig hat man gehört, Menschen, die beschäftigen die sich damit. Macht ihr das? Also ich glaube, so die Antwort auf deine erste Frage ist vielleicht eher in Richtung so ein stärkeres Peer-to-Peer-Learning. Es können zwei oder drei Kollegen sein, die entweder am gleichen Lernziel für sich arbeiten oder sagen, ich möchte in einer geschützten Gruppe mein persönliches Lernziel, das ich in der Firma brauche, besprechbar machen. Ich glaube, das ist noch für mich noch keine Community. Das ist einfach nur eine Gruppe oder ein Lernzirkel, der sich proaktiv gebildet hat. Communities ist, glaube ich, auch im organisationalen Kontext immer sehr zweckbehaftet. Ne? Zu sagen, ich komme aus der gleichen Organisationsstruktur oder ich komme aus einem L&D-Umfeld, also wenn ich thematisch mich verknüpfen möchte oder ich bin in der Produktion in der Region Asia-Pacific und wir wollen jetzt gucken, dass der Anlagengrundgang bei uns besser funktioniert. Also das wäre natürlich der Traum, weil es vielleicht so noch nicht funktioniert, aber es ist, glaube ich, immer thematisch schon auch gebunden, um dann auch überregional andere Interessensvertreter reinzuholen. Also das ist, Felix, was du gerade eben so erwähnt hast, es ist nicht nur in der Company, außerhalb der Company, sondern auch innerhalb Großcompanies, wie es in den anderen Regionen funktioniert. Und ich glaube, da ist so ein Community-Austausch extrem wichtig, weil wir auf gleiche Ressourcen zugreifen müssen. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Part. Und natürlich auch gucken müssen, wie können wir zusammen die Company gut voranbringen. Deswegen, glaube ich, gibt es immer noch mal so Abhängigkeiten, wann es wirklich eine Community ist. Aber da gibt es, glaube ich, andere Experten, die ihre Community besser definieren können, weil so erlebe ich das. Mhm. Ob sie es dann Community nennen oder sagen, hier, ich bin hier ein super Leader und ich trommel meine Leute zusammen und da ist ein Fanbase. Das wäre natürlich so das Ideal, was man damit verfolgt. Aber im Endeffekt geht es immer darum, einen wirtschaftlichen Zweck und zu verfolgen und natürlich aber auch die Leute ins Selbstdoing zu bringen. Das ist, glaube ich, so der kulturelle Teil. Ich glaube, über die Frage, wann ist eine Community könnten wir jetzt noch zwei Stunden mindestens diskutieren. Von daher, ich würde hier noch eine Wortmeldung zulassen. Da muss ich leider sagen, wir haben noch zwei Minuten, von daher. Vielleicht kann ein Stück von daneben und an diesem Rahmen von vorhin, also aus eigener Erfahrung von meinem Unternehmen, freitags keine Kundentermine zu haben, das fällt ganz unterschiedlich schwer und leicht den Kollegen. Und dann sind wir ja schon sozusagen im Zirkelschluss, nämlich bei der eigenen Entwicklung. Ne? Also inwieweit nehme ich mir raus, von der Komfortzone, nämlich operatives Tagesgeschäft, von so einer Lernzone reinzugehen. Das ist ja erstmal ein bewusster Schritt, den ich machen muss. Und es ist natürlich immer mehr Arbeit da, als ich da bewältigen kann. Deswegen habe ich auch immer, kann ich immer sagen, ich muss das Operative tun. Ja? Und das ist ja ein ganz spannender Punkt, an dem man da ist, nämlich sozusagen in die Selbstbestimmung reinzugehen und was brauchen, das ist ja ganz individuell unterschiedlich, was braucht der jeweilige, um diesen nächsten Schritt in diese Selbstbestimmtheit zu gehen und sagen, nein, da mache ich jetzt einen Cut, die Präsentation ist genug vorbereitet für den Kunden am Montag, ich gehe jetzt in meine Lernzone, wieder im organisationalen Kontext. Ja, vielen lieben Dank für den sehr regen Austausch. Ich glaube, wir könnten noch gut und gerne eine Stunde weiter diskutieren. Um es zusammenzufassen, würde ich jetzt mal auf drei Faktoren runterbrechen, die ich so immer wieder rausgehört habe. Das eine ist, es braucht den Freiraum. Also ne, die Organisation muss es gestatten, die muss Arbeitszeiten erlauben oder zumindest es muss das Angebot irgendwo geben, dass ich das über Organisationen hinweg tun kann. Aber ich muss die Freiheit haben, das zu tun. Dann zweite Stelle Motivation. Warum lerne ich? Ich muss es wirklich wollen, aus mir heraus und nicht gezwungen werden. Und das dritte ist, es braucht einen Rahmen. Also sei es der zeitliche Rahmen oder jemand, der den Rahmen aufhält. Aber so Freiraum, Motivation und Rahmen wären jetzt so die drei Hauptüberschriften, wenn ich mich für drei entscheiden müsste, die ich heute nutzen würde. Vielleicht geht ihr da ja mit. Und ansonsten, wer noch gerne diskutieren möchte, hier ist noch mein LinkedIn-Kontakt.
Schöne Mittagspause. Ich glaube, es gibt jetzt Essen.